Die Wasseruhr tickt. Jeder Deutsche verbraucht am Tag durchschnittlich 127 Liter Wasser. Grund genug dafür, sich Gedanken über seinen eigenen täglichen Wasserverbrauch zu machen. Guck mal, der Kanister hier enthält genau 20 Liter. Wie sollen wir damit unseren Tagesbedarf an Wasser abdecken? Also in Deutschland kann man auf jeden Fall mit 20 Litern nicht auskommen. Vor kurzem erst habe ich von Biwak und Aqua Berlin erfahren von diesem Selbstversuch, dass man 20 Liter jeden Tag quasi nur verbraucht, um darauf auch aufmerksam zu machen auf die WHO, dass es die menschenwürdige Masse an Trinkwasser ist, die jeder Mensch zur Verfügung haben sollte. Und habe dann gedacht, probier es auch einfach selber aus, weil es wahrscheinlich für einen selber eine ganz gute Sensibilisierung ist. Michael Fritz ist Mitarbeiter der Organisation Viva Con Agua. Gemeinsam mit seiner Mitbewohnerin macht er einen Selbstversuch. Sie berechnen ihren täglichen Wasserverbrauch. Guck mal hier, ich habe heute geduscht, ungefähr so 10 Minuten. Wir haben auf keinen Fall einen neuen Duschkopf. Hier steht alter Duschkopf 18 Liter, also 180 Liter. Und dann war ich auf dem Klo, die Spülung, Toilette 34 Liter. Wenn du nicht so einen Klostein gedönst, also du kannst ja... Stimmt, das haben wir nicht. Nee, haben diesen wir nicht. Wasserstopper. Die beiden sind sich schnell bewusst, allein die Toilettenspülung und die Körperpflege machen knapp 2/3 des täglichen Gesamtverbrauchs aus. Und Kaffee habe ich auch noch getrunken. Die 127 Liter beinhalten nicht das virtuelle Wasser. Dies ist die Wassermenge, die zur Herstellung von Lebensmitteln benötigt wird. Beispielsweise werden allein für die Produktion einer Tasse Kaffee 140 Liter Wasser verbraucht. Nun überlegen die beiden, auf wie viel Liter sie ihren Tagesverbrauch reduzieren können. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wir müssen das mal ausrechnen, was wir alles benutzen würden oder wie wir es umverteilen können. Wie wir das über eine Woche irgendwie schaffen. Ja, genau. Es gibt ein paar Dinge, glaube ich, die man jeden Tag braucht, wie 1,5 Liter Wasser solltest du trinken. Du solltest Körperpflege, also auf jeden Fall Zähne putzen. Toilette mal mit dem niedrigsten Modell von Vorrat 3 Liter anpeilen. Das muss man jederzeit machen, wobei man da natürlich auch Sachen auffangen kann. Also wenn du zum Beispiel dir die Haare wäschst oder so, dass man das Wasser dann zum Spülen benutzt oder so. Dann hast du auch gleich Shampoo, dann geht es vielleicht wieder weg. Die beste Möglichkeit, Wasser zu sparen, ist die Umrüstung auf wassersparende Geräte. Aber auch ohne Neuanschaffung kann jeder durch gute Planung sparen. Ja, aber guck mal, wenn wir dann irgendwie sagen, dass wir immer nur am Ende der Woche irgendwie die Waschmaschine und den Geschirrspüler anstellen, genau, müssen wir halt irgendwie haushalten, aber es geht schon irgendwie, und den Becher den ganzen Tag über benutzen. Ich fand es sehr interessant, mich mal einen halben Tag damit auseinanderzusetzen, wo man sparen kann. Und ich denke, dass man einfach eine eigene Sensibilisierung dafür bekommt, dass man selber Wasser sparen kann und dass man sensibel mit diesem gut umgeht. Je mehr Menschen dafür ein Bewusstsein haben, umso schneller kann man vielleicht an dem größten Problem des 21. Jahrhunderts was machen. Durch kleine Tricks im Haushalt und generell einen bewussten Gebrauch von Wasser kann die Menge reduziert werden. Ganz ohne persönliche Einschränkung zwar nicht auf 20 Liter, aber jeder kann die Wasseruhr langsamer ticken lassen.